Kommt die große Koalition zustande, dann möchte sie sich verstärkt auch um den E-Sport kümmern. Das Systemsoftware-Update 5.5 für die PlayStation 4 steht an und wir wissen, was es beinhaltet. Und es gibt noch einen Leak zu Red Dead Redemption 2. Ich bin die Lisa und ich weiß, welche News es diese Woche in der Gaming-Welt gab. Bislang ist die Große Koalition ja noch nicht gebildet. Kommt sie jedoch zustande, dann könnte das durchaus positive Auswirkungen auf die Spielebranche haben. So soll Deutschland endlich attraktiver für Entwickler werden. Die Branche soll hierzulande nicht nur einen besseren Stellenwert haben, sondern es soll auch mehr Fördergelder geben. Außerdem erwarten uns der Breitbandausbau und die Netzneutralität. Vor allem der E-Sport darf sich freuen. Der Bereich soll hierzulande endlich als eigenständige Sportart anerkannt werden. Das soll so auch im Koalitionsvertrag drinstehen, der jetzt allerdings noch nicht feststeht, sondern erst noch durch einige Gremien gehen muss. Und auch die olympischen Perspektiven des E-Sports sollen neu verhandelt werden. Wenn das alles tatsächlich kommt, dann wäre das ein massiver Schritt nach vorne für den E-Sport. Schließlich wird die Sportart dann auch politisch, rechtlich und gesellschaftlich anerkannt. Und der E-Sport kann dann auch Fördermittel für Sportstätten und Sportmittel beantragen. Deutschland wäre aber längst nicht das erste Land, das den E-Sport als eigenständige Sportart anerkennt. Vorreiter in dem Bereich sind schon Russland, Korea und China. Dafür macht aber gerade die Jugendschutzkommission und die USK im Zusammenhang mit Videospielen negativ von sich reden. Während Spiele hierzulande ja nur noch selten für massive Gewalt indiziert werden, könnten Spiele in Zukunft wegen einem anderen Fakt auf dem Index landen, und zwar wegen Glücksspielelementen wie Lootboxen oder Mikrotransaktionen. Damit reagiert die Jugendschutzkommission auf eine Studie, die Videospiele mit Glücksspielen in Verbindung bringt. Eine finale Entscheidung ist bislang aber noch nicht gefallen, die kommt voraussichtlich erst im März. Das Systemsoftware-Update 5.5 für die PlayStation 4 steht vor der Tür. Die Beta kann momentan nur in den USA ausprobiert werden, Sony hat aber jetzt schon bekannt gegeben, was das Update dann eigentlich mit sich bringt. So müssen jetzt nicht mehr nur Standarddesigns und Screenshots auf deiner PS4 als Wallpaper herhalten, sondern du kannst auch eigene Bilder verwenden. Außerdem hat die Spielebibliothek eine bessere Benutzeroberfläche, du kannst jetzt danach filtern, welche Spiele du installiert hast oder dir nur anzeigen lassen, welche du gekauft hast. Und du wirst in Zukunft regeln können, wie lange du spielst. Nach abgelaufener Zeit schaltet sich deine PS4 automatisch ab. Eigentlich ist das Teil der Kindersicherung, du kannst das natürlich aber auch dazu verwenden, dich selbst zu regulieren. Denn wer kennt das nicht? Du willst nur noch eine Quest spielen und auf einmal sind mehrere Stunden vergangen. Die größte Neuerung kommt wohl für die PS4 Pro, und zwar der Super-Sampling-Modus. Mit dem kannst du in hochauflösender Grafik spielen, auch ohne 4K-TV. Das Update bietet noch einiges mehr, allerdings nicht, was sich Spieler wirklich wünschen. Denn du wirst auch mit dem Update 5.5 deinen PSN-Namen nicht ändern können. Diese Funktion kommt frühestens mit der Systemsoftware 6.0, wenn überhaupt. Ein weiteres ziemlich interessantes Thema diese Woche war ein Leak zu Red Dead Redemption 2. Das Spiel wurde ja vor kurzem erst wieder verschoben, aber Rockstar Games versprach, dass es sich lohnen wird. Jetzt wird auch vermutet, warum, denn die Seite Trusted Review will von geheimen Quellen erfahren haben, dass das Spiel einen ähnlich großen Online-Modus haben soll wie GTA 5, der allerdings noch mehr Tiefe bietet. Außerdem kannst du dir ein Zelt als Zuhause einrichten und es im weiteren Verlauf des Spiels immer weiter ausbauen. Und es soll sogar einen Battle Royale-Modus geben, der soll so ähnlich sein wie der aus PlayerUnknown's Battlegrounds. Das alles ist bislang zwar noch nicht von Rockstar Games bestätigt worden, nach der E3 2018 wissen wir aber hoffentlich mehr. Was auch sehr, sehr umfangreich werden soll, ist der Kickstarter-Liebling Kingdom Come Deliverance. So soll das Universum gleich doppelt so groß werden wie das von Der Herr der Ringe. Und wohlgemerkt nicht die Filme, sondern die Bücher. Und das, obwohl das Spiel komplett auf Fantasy-Elemente verzichten möchte, also Drachen und Elfen außen vor lässt. Man könnte jetzt meinen, dass das Worldbuilding deshalb etwas kürzer ausfällt, aber nein. Alleine die Dialoge sollen 60 Stunden umfassen und in dem sind dann ja noch die ganzen Fußwege und die ganzen Kämpfe gar nicht mit inbegriffen. Das ausgedruckte Skript spricht für sich. Außerdem bietet das Spiel ein sehr umfangreiches Trophäensystem. Du wirst für nahezu jede deiner Aktionen mit einer Trophäe belohnt. Darunter auch ausgefallenere Auszeichnungen wie Alkoholiker, wenn du alkoholabhängig wirst, und auch Fettsack, das heißt, wenn du dich 2 Tage hintereinander überfrisst. Na dann, Prost Mahlzeit. Und das waren sie auch schon wieder, die News der Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare da lasst. Schreibt uns doch euer Feedback und was ihr euch fürs nächste Mal wünscht. Bis dahin verabschiede ich mich. Macht's gut.